Herzlich willkommen bei Ihrem regionalen Fernsehprogramm. Ich begrüße Sie bei Walgau TV. Heute berichten wir über das Oldtimer-Treffen in Thüringen. Zudem haben wir die Proben des Jugendchors Vokalgau und der Burgspiele Schlinz besucht. Wenn der Club der Landmaschinen Blumeneck zum Oldtimer-Treffen lädt, dann kommen die Besucher in Scharen. Höhepunkt des heutigen Treffens war die Unimog-Sonderausstellung. Hallo, ich bin der Robmann vom Club Alter Landmaschinen Blumeneck. Mich freut es heute bei strahlendem Sonnenschein, heute zum unseren 7. Oldtimer-Traktor-Pulling einzuladen. Man sieht hier die Traktor, wie sie ziehen. Und beim Traktor-Pulling, da wird die Stärke von jedem einzelnen Traktor gemessen. Wir haben da aus Eigenbau in unserem Verein eine Bremsplatte. Da wird je nach PS-Klasse vom Traktor wird verschieden belastet. Und da wird die Zugkraft vom Schlepper wird da gemessen auf eine Strecke von 50 Meter. Es gibt eine große Sonderausstellung von Unimog, riesen Kita-Programm. Unser Verein ist nicht sehr groß, hat 22 Mitglieder. Den BF 35 N Lindner, Baujahr 64, 35 PS. Das ist mein Steyr 180. Baujahr 1948. Den haben wir über den Winter komplett Motor neu abgedichtet, alles zerlegt, Schwungmasse neu, alles neu gemacht. Das ist mein Bucher D1800. Der ist Baujahr 1955. Hat 26 PS und einen Hubraum von 2600 Kubikzentimeter. Den werden wir wahrscheinlich im Winter komplett neu restaurieren. Dass er auch wieder so da steht wie der Steyr. Und dann fahren wir auch wieder auf den schönen Treffer, wie da es ist. Ja, der ist Baujahr 71. Volle landwirtschaftliche Ausstattung. Getriebe hat man modifiziert. Hat eine hydropneumatische Schaltung. Pontiane BD restauriert. Von Null auf. Fahrerhaus richtig abgebaut, Motor raus, Motor restauriert. Von der Restauration her bin nicht ich nicht allein beteiligt gewesen. Das ist mein Kollege, der beste Kollege, kann ich sagen, bald, Robert Weinbauer. Und der war sehr viel mit mir zusammen an der Restauration, an der Unimog-Beteiligung. Ja, das ist ein französischer Lavli AR5, Baujahr 1912, mit einem 4-Zylinder Benzinmotor, ca. 40 PS. Das ist eine Straßenreinigungsmaschine, eine mit Wasser, zum Straßenreinigen in Paris. Übung macht bekanntlich den Meister. Das gilt auch für den Jugendchor Vokalgau, den es erst seit Oktober 2013 gibt. Was die 14- bis 25-Jährigen bereits drauf haben, konnten wir uns bei einer Probe genauer anhören. Ja, wir sind vor der Musikmittelschule in Thüringen. Heute ist Samstag und schulfrei. Dennoch wird heute geprobt. Es hat sich der Vokalgau-Chor getroffen. Und sie proben für das Konzert am 15. Juni. Da haben sie ein Gemeinschaftskonzert mit dem Frastner Chor. Und wir sehen heute bei den Proben zu. Ja, zuerst treffen wir uns zum Einsingen. Die Frau Ronig singt immer schön mit ihnen ein. Dann haben wir uns heute geteilt, die Stimmen aufgeteilt, alle getrennt geprobt, dass wir die Feinheiten noch herausarbeiten können. Wir arbeiten an 6 Stücken, wir schauen, dass wir alles gut unterbringen. Dass am Schluss gehen wir dann auf die Bühne und proben alles nochmal auf der Bühne, dass sie das Konzertfeeling bekommen.
Was fasziniert Sie am Singen? Singen ist einfach was Besonderes. Man schlüpft in eine andere Rolle, eine andere Welt. Es gibt einfach Lebensfreude, Energie und ja, es fasziniert mich. Angefangen hat es eigentlich damit, dass unsere Schüler teilweise nach der Schule einfach nicht weiter singen. Und das war immer schon ein Problem und deshalb wollen wir ihnen eine Plattform bieten, dass sie nach der Schule auch weiter singen. Wir treffen uns 2 bis 3 Mal im Monat. Besonders jetzt, bevor das Konzert startet, ist es natürlich etwas öfters. Aber das spielt für uns keine Rolle, denn wir singen gerne und möchten natürlich ein gutes Konzert präsentieren und gut singen. Also ich war auch, als ich hier in der Musikhauptschule war, im Chor mit einem dieser Jungs, der auch mit mir drinnen singt. Und wir haben uns vor einigen Jahren auch gesagt, wir singen sehr gerne und wenn es mal die Möglichkeit gibt, gehen wir zusammen in einen Chor. Und jetzt hat sich das so ergeben und jetzt sind wir sehr gern hier und singen gern zusammen. Gleich widmen wir uns den Burgspielen Schlins, zuvor noch die Veranstaltungshinweise. Unter dem Titel Der Walgau im Spätmittelalter hält Dr. Manfred Scheikner am 12. Juni einen Vortrag im Wolfhaus Nenzing. Beginn ist um 20 Uhr. Die Kulturgütersammlung Walgau lädt am 15. Juni zum Tag der offenen Sammlungen. Von 10 bis 16 Uhr gibt es die Möglichkeit, 11 Museen und Sammlungen in einem Rundgang zu besichtigen. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.artenne.at. Die Spielgemeinde Schlins steht ab 4. Juli mit der musikalischen Komödie Die Vögel auf der Bühne. Bevor die Burgspiele auf dem Jagdberg aufgeführt werden können, wird noch ordentlich geprobt. Wir waren für Sie bei einer der Proben dabei. Frau Sorapera, die Burgspiele nahen. Was wird die Zuseher erwarten? Ich würde mal sagen, eine sehr schräge, sehr eigenwillige Version von einer antiken Komödie. Wie sind Sie mit dem bisherigen Probenverlauf zufrieden? Ich bin sehr zufrieden. Es ist unglaublich, wie motiviert und wie viel Freude die Leute dabei sind und das steckt dann auch an. Also natürlich haben wir auch viel vorbereitet und haben uns viel überlegt, aber man weiß ja dann nie, ob es den Leuten dann auch gefällt oder ob sie darauf anspringen und so. Und das ist einfach total schön, dass bei den Proben so ein Feuer schon da ist. Wie viele machen etwa mit? Das sind ja Laiendarsteller großteils. Und in welchem Alter bewegen sich diese? Also wir haben um die 100 Mitwirkende vor, auf der Bühne, hinter der Bühne. Es sind ein Chor, der von 60 Leuten besteht. Es gibt eine Rhythmusgruppe, die mitmacht. Die ganzen Menschen, die bauen, sind dabei. Das ist total schön. Es gibt einerseits die ganz Kleinen. Wir haben ja auch Nestlinge, die Brut. Bei den Vögeln gibt es ja auch. Und die sind ganz klein, die sind 7, 8 Jahre alt. Und die Ältesten sind so Ende 70. Und dazwischen ist das Spektrum. Ich habe hier Herrn Hassler und Herrn Dreher vor mir stehen. Sie beide spielen bei den Vögeln mit. Herr Hassler, welche Rolle werden Sie spielen? Ich spiele den Piros. Und was gefällt Ihnen besonders an dieser Rolle? Mir gefällt vor allem die Sprache. Das ist eine sehr ungewöhnliche Sprache. Das Altgriechische, das gefällt mir sehr gut. Sind Sie hauptberuflich Schauspieler? Nein, ich bin nicht hauptberuflich Schauspieler. Hauptberuflich bin ich Lehrer. Aber die Schauspielerei
hat sich schon sehr breit gemacht in meinem Leben und ich mache eigentlich viele kleine Sachen und größere Sachen. Dieselben Fragen auch an Sie. Welche Rolle spielen Sie? Ich spiele den Theroys. Was motiviert Sie, hier mitzumachen? An und für sich das Stück als Ganzes. Es gefällt mir sehr, erstens mal von der Musik her, es ist alles ganz neu. Also wir tanzen, wir singen und wir haben Open Air und das ist sehr, sehr eine schöne Herausforderung an und für sich. Sie sind hauptberuflich nicht Schauspieler. Was machen Sie im Alltag sonst? Ich bin angestellt auf einer Bank. Herr Rauch, Sie waren beim Bühnenbauteam mit dabei oder sind es immer noch? Sie arbeiten alle ehrenamtlich. Wie viele sind Sie im Team und wie viele Stunden gehen da etwa von Ihrer Freizeit drauf? Also im Team, würde ich mal sagen, sind wir mindestens 20 Leute. Das ist oft mal aufgeteilt in ein Team, das macht die Holzarbeiten, also die Holzbühne, und die anderen Leute, die machen dann die Schweißarbeiten, also arbeiten mit dem Metall. Und natürlich macht man das in der Freizeit. Es ist eine tolle Arbeit, es macht Spaß. Wir sind am Ende der heutigen Ausgabe von Walgau TV. Wenn Sie unsere Sendung teilweise verpasst haben, dann besuchen Sie uns im Internet unter www.walgau.tv. Dort können Sie alle Beiträge nachschauen. Ich verabschiede mich im Namen des gesamten Teams von Walgau TV. Eine gute Zeit und bis bald.